recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Penta aka Uli. Ja, das Video habe ich heute in zwei Teile. Ne, das mache ich glaube ich jedes Mal. Manchmal sogar drei. Na, ist ja auch egal. Wir kommen jetzt mal zum Teil 1 und zwar die kurzen Einblicke in die Kabelunterwelt. Das ist also jetzt kein verwunschener Dungeon hier oder sowas, sondern machen wir es mal andersrum. Ich habe ja letzte Woche kein Video gebracht, das ist Absicht, weil ich habe hier komplett mit Kabel legen, mit dem Verkleben von den Buchbinderrücken und was weiß ich verbracht. Und das dauert. Das brauche ich keinen von euch zu erzählen, das dauert. Und ich habe natürlich wieder mal tierisch viel Videomaterial gemacht, habe jede Menge rausgeschnitten. Das ist also wieder mal so ein 10-Minuten-Video wird hier und nicht irgendwas 20, 30 Minuten, was sowieso keiner sich angucken kann dann. Und habe jetzt erstmal hier im ersten Teil nur Schnappschüsse gemacht, vom Stand der Dinge, ein bisschen teilweise, wie man sieht, noch vorher und nachher. Hier sieht man ja teilweise schon, wie es angefangen hat, Kabel zu verlegen. Es hängen noch jede Menge Kabel frei rum. Hier hinten rechts hing zum Beispiel eben so eine gelbbraune Litzenkringelrolle. Und das muss ich übrigens, die muss ich komplett abschneiden. Das ist eigentlich bei mir untergründlich, das gelbbraun. Fragt mich einer, warum ich das gemacht habe. Das sind nämlich in dem Fall die Rädkontakte oder Riedkontakte. Und die muss ich komplett umlöten auf graue Kabel, ja. Aber wie gesagt, egal, das kommt noch. Denn alles, was wir immer hier sehen, gelb-braun, das ist die Untergrundbeleuchtung. Das heißt, das Wartungslicht, wenn ich mal was gucken will und wie auch immer, das kennt ihr schon von mir, das habe ich gemacht. Ja, das war es eigentlich dazu schon. Das war der Großteil meiner Arbeit. Und aber da möchte ich nicht zu viel von bringen. Das interessiert wahrscheinlich wirklich keinen. Deswegen habe ich das jetzt relativ kurz gehalten. Und jetzt komme ich mal zu meinen... Ich sag's mal Teil 3 meiner Weichenantriebe. Im ersten Teil haben wir ja das an den Weichen angeschlossen. Im zweiten Teil haben wir das Gestänge ja dann nach vorne gebaut und die Konrad-Weichenantriebe verlegt. Und jetzt im dritten Teil, wenn man das so will, ist zwar nicht so aufgeteilt, aber man kann es ruhig so sehen, schließe ich alles mit der Digi-Case an und brauche ja die kleinen Adapter, die wir hier sehen. Sonst kann ja die DR4018 die Motorantriebe nicht ansprechen. Ja, das funktioniert nicht. Also da müssen diese Teile zwischengeschaltet werden. Und das habe ich hier mit gemacht und darauf gehe ich mal ein bisschen drauf ein. Wobei jetzt dieser eine Anschluss jetzt hier oder dieser eine Decoder, der ist stellvertretend für das, was alles noch kommt. Ich werde euch nicht jedes Mal das zeigen. Sicherlich werde ich immer mal noch Aufnahmen bringen vom Anschließen eines anderen. Das ist jetzt einer von fünf, die jetzt hier geplant sind. Das ist im Grunde genommen ein bisschen für den mittleren Teil. Dann kommt rechts davon, wo das Stahllineal liegt. Da kommt dann noch einer hin. Das ist dann für den rechten Teil, den wir auch gesehen haben, eben wo das Kabel verlegt worden ist. Da, wo dieser abenteuerliche Weichenantrieb nach oben geht, so schräg nach oben, wer sich erinnert. Da kommt dann das rechte sozusagen hin, das ist dann der zweite jetzt hier und dann kommen links davon noch ein paar hin. Und später, wenn die Modellbahn auf die andere Zimmerseite erweitert wird, aber das ist ja Zukunftsmusik, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dann wird dann noch mehr untergebracht. Hier kommen übrigens auch die ganzen Platinchen mit hin, die ich für die Signale löten werde. Die Weichenantriebe von Konrad, ihr werdet es wahrscheinlich selber wissen, haben ja auch Umschalter drin, wo man die Herzstücken separat mit Strom versorgen kann von den Weichen. Und das ist ja bei mir nicht erforderlich hier bei den Weichen. Ich habe ja auch meine Mikrolitzen da gelegt, das könnt ihr mal oben in der Infokarte gucken, da habe ich das mal verlinkt. Und dadurch sind diese Kabel bei mir nicht erforderlich. Und da habe ich mir das überlegt, die kann man ganz hervorragend als Signalsteuerung umbauen. Das heißt, ich habe ja immer einen geschalteten Pol sozusagen und der wird dann an die LEDs der entsprechenden Signale angeschlossen und kann dann dementsprechend umgeschaltet werden. Und ja, das zeige ich aber in einem anderen Video. Soweit sind wir noch nicht. Obwohl, es wird wahrscheinlich bald soweit sein, dass die ersten Signale verbaut werden hier. Und da werden wir dann auf diese Kabel nochmal zu sprechen kommen.
Das werde ich aber gleich nochmal erwähnen, wenn wir uns mit den Weichenantrieben beschäftigen. Jetzt sehen wir gerade hier, wie ich bloß so ein paar von diesen Buchbinderrücken noch verklebe. Das ist die Wartezeit sozusagen, bis unten die kleinen Platinen festgeklebt sind. Das sind ja bloß ein paar Minütchen, bis der Heißkleber so weit getrocknet oder abgekühlt ist, dass die kleben. Deswegen habe ich das dann zwischenzeitlich hier gemacht. Und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ich habe unglaublich viel aufgenommen. Ich versuche das immer irgendwo ein bisschen zurechtzuschneiden. Mitunter hat man aber, wie man bei der Aufnahme weiter vorne gesehen hat, ja, manchmal ist man mit dem Ganzen ein bisschen aus der Kameraperspektive rausgerutscht, weil man sieht es ja nicht, was man gerade aufnimmt. Man ist der Meinung, man ist noch voll im Fokus oder voll in der Mitte und ist es dann doch nicht. Ne? Und ja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich jetzt hier die Platinchen verklebt. Die habe ich jetzt oben, die vier rechten Anschlüsse werden die zugewiesen und das gleiche wird nachher nochmal links gemacht. Das werden aber die Antriebe wahrscheinlich werden, die in den späteren Hauptteil der Anlage reinkommen. Da, wo nämlich oben nur die provisorische Strecke, diese Kurzschlussstrecke da ist, wo man da immer nur die linke und die rechte Seite meiner Platte hier verbunden haben. Also jetzt hier ein bisschen oberhalb. Das kennt ihr aber, glaube ich. Wer meine Videos guckt, weiß das, dass jetzt hier drüber die Kurzschlussstrecke läuft. Hier sehen wir ja diese anderen Kabel noch. Wir haben ja jetzt praktisch immer die beiden braunen und den roten. Das sind ja die eigentlichen Motorantriebe, die drin, also der eine Motor, der angesteuert wird. Und dann entsprechend die zwei blauen und das gelbe, die werde ich verwenden für die Signale. Wir sehen es hier so ein kleines bisschen oben dran, die blauen und die gelben. Komischerweise, meine Zuleitung ist auch blau und gelb. Das ist noch aus meiner Spur Z-Zeit. Ich habe hier also keine Roco-Kabel, die ich verwende, sondern tatsächlich noch diese Märklin-Kabel. Was aber auch völlig egal eigentlich ist. Man kann es ja auf der Z21 super umprogrammieren. Hier ist übrigens das Kurzschlussgleis da oben, das Provisorium, von dem ich eben gesprochen habe. Und ja, hier der neue Trafo. Das ist aber alles jetzt nur, ja, um das mal zu zeigen, was ich Schönes habe. Nee, Quatsch. Nur um das alles provisorisch immer noch läuft, jetzt hier gerade hier unten rechts mit den Anschlüssen für die DA4018, das ist alles noch Freileitung, das wird alles noch vernünftig verlegt, da werde ich aber dann so eine Hauptleitung vorne ran machen, wenn die anderen Decoder da praktisch mit angeschlossen werden. Und hier sehen wir jetzt übrigens die, wie ich die Platinchen da oben anschließe, und das ist fummelig. Ich habe das ja alles versucht so ein bisschen enger zu bauen. Ich will ja möglichst viel auf diesen Schub hier unterkriegen und da kann ich nicht so viel mit Blatt spielen. Also da muss ich mir ein bisschen Gedanken machen, wie ich alles möglichst effektiv da hinbauen kann und nicht irgendwo noch unter der Platte was anzufriemeln, was da, wo ich später gar nicht rankomme. Also ich muss ja wirklich immer planen, dass, wenn ich Wartung hier mal machen muss, wenn mal irgendwas kaputt geht, wie eben hier so ein Decoder oder irgendwas anderes. Ich muss das ja doch relativ leicht austauschen können, ohne meine halben Modellbahn auseinanderzubauen. Ja, da reicht es ja schon, wenn mir mal so ein Antrieb irgendwo unten abreißt, was ich zwar alles so gebaut habe, dass es nicht passieren kann oder sollte, aber man ist ja nie irgendwo auf der Nummer sicheren Seite. Das ist mal ein schönes Deutsch. Also auf der sicheren Seite. So. Und dann entsprechend will ich das alles nach vorne immer legen. Ja, hier sehen wir übrigens wie diese roten und braunen Kabel. Das ist der Motorantrieb. Das wisst ihr alle selber. Bin ich mir 100% sicher. Ich will es nur sagen, falls doch mal einer guckt, der es nicht weiß. Ist ja vielleicht auch mal interessant für solche Menschen, die sozusagen in das Hobby einsteigen. Deswegen verliere ich da immer noch 1, 2, 3 Worte drüber, wie ich es mache. Ich bin mit Sicherheit nicht der, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ich mache wahrscheinlich 1000 Fehler bei 999 Varianten. Aber ja, ich weiß selber, wie es ist, wenn man mal eine Frage hat und man kann sich irgendwas angucken, auch wenn es nur ein Video ist, wo man sagt, ach, guck an. Und ich habe ja immer schon gesagt, ich baue ja die Anlage mehr oder weniger live, weil viele vielleicht dann denken, ja, was zeigt der uns hier für Kram? Ja, ich präsentiere nach wie vor keine fertige Anlage. Meine Abonnenten und meine Zuschauer werden das wissen, aber wer neu dazu gekommen ist. Ich zeige praktisch jeden Bauschritt, wie ich hier bei meiner Steampunk-Anlage, das wird ja wahrscheinlich noch alles sehr abenteuerlich werden bei mir hier. Also klick ruhig auf Abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und die Glocke klicken, habe ich neulich irgendwo gehört, die ist ganz wichtig. Hier habe ich noch eine Sache gemacht. Ich habe am Anfang die beiden blauen Kabel zusammengelötet und unten an dem Platinen auch. Das ist völliger Quatsch. Ich gehe jetzt tatsächlich mit drei
Kabeln, drei Litzen hier hoch, um, wenn ich später mal die Z21 vielleicht aussondern sollte, dass ich da einiges noch verändern kann. Ja, meine Freunde, da würde ich sagen, das war's für heute erstmal wieder. Ein kurzer Einblick in meine Umbauwelt, Weiterbauwelt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du zugeschaut hast und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mach schön gut, dein Uli aka Aquapainter.